So, jetzt sind wir wieder draußen aus der Höhle. Jetzt sollen wir, ja, diese andere Dame, glaube ich, aufsuchen. Oh, ey, die ist da hinten, warte mal. Die ist kurz vor Alabaster. Genau, mit Jorel sprechen. Okay. Dann einmal hier zum Vorposten, dann latschen wir mal wieder ein paar tausend Kilometer, ne? Wie immer. Die Winde in den Brachlanden können rau sein. Naja, die Winde in der Brachlande, die sind nicht so rau wie der Chat meistens. So, auf dem Weg hier. Die ist kurz vor Alabaster. Aber wir wollen ja diesen anderen Paladin da irgendwie in die Falle reiten. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir Unterstützung bekommen. Wie viel Gold haben wir jetzt eigentlich? 90.000. Ja, brauchen tun wir für diese eine Waffe, die da irgendwie war. Was waren es? 160.000 oder so? 170? Der wäre schon geil. Der Dolch hat irgendwie 155 Schaden. Ja, komm her! Meine Kampfkunst ist immer noch 1A. Haha, daneben. Aber hier fehlt noch, dass man das irgendwie diesen Nebel, den er da wirft, den er ja zum Blenden benutzt, so anzündet. Eine mega nice Aktion. Komm her! Kampfkraft übersteigt die von euch allen um Längen. So, weiter geht's. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Egal. ich muss gerade mal gucken. Genau, da hoch. Oh, jetzt kommen noch ein paar Upsala. Die paar Gipsbucker, die sollen mich auch nicht aufhalten, nachdem ich eure Wippe schon erledigt. Oh ey, geht mir doch nicht auf, damn Piss die ganze Zeit, ey. Ich hab eure Witwe erledigt, Alter. Ich bin der Boss über euch. Ich kontrolliere. Hallo, ich habe eure Witwe besiegt. Ist das nicht schon ein Zeichen von überdimensionaler Macht? Also ich finde schon, dass das davon zeugt, dass ich relativ ein relativ mächtiger Typ bin, so. Und die Leute sehen das halt nicht so. Die denken halt jetzt auch so, ja, die können einfach machen. Ganz ehrlich, Alter, als wenn die so ein Kleinvieh noch beschäftigen. Sorry, ich bin nicht hier, um mich mit Kleinvieh zu beschäftigen wie euch. Ich habe Ziele, große Ziele. Und nicht hier so, oh, jetzt kommt wieder Kleinvieh an. Ja, geh mir nicht auf den Piss, Mann. Nervt deine Mutter. Ja, nervt euch doch alle selber. Ja, und Alter, als wenn ich mich mit so Kobolden beschäftige, ey. Tja, ihr seid so lächerlich. Oh ja, schickt dann noch 100.000 Monster mir auf den Weg, ey. Ich renne. Das machst du noch einmal. Wenn du mich da nochmal triffst, dreh ich um und latte dir eine. Wag es dir. Krieg ich noch eine so eine Bombe ab, dreh ich um und hau euch allen auf die Fresse. Und zwar jedem einzelnen von euch. So, genau. Jetzt rennen wir hier runter. Hier sind schon WTF.
Der hing da so wie so im Spinnennetz. Ich dachte gerade, der ist irgendwie so ein Erleuchteter. Ich sag halt so, what the fuck? Ja, komm hier gleich wieder Dreckspinnen, ey. So, jetzt gucken. Genau, jetzt einfach geradeaus weiter. Ich höre doch schon wieder irgendein Vieh. Mich könnt ihr nicht stoppen. Erteilt ihm eine Lektion. Oh, ey, lernt ihr es denn? Niemand nervt mich. Langweilt mich. Langweilt mich zu Tode. Oh, und jetzt? Ist genug. Ja, es ist gelernt. Meine Fresse. Erteilt ihm eine Lektion. Ja. Eure Lektion ist sterben, ey. Echt. Die Klapperschlamme war eine eitle und hässliche Kreatur. Sie kroch an dunklen Orten umher und mied die anderen Tiere der Wüste. Sie war einsam, zeigte es aber nicht. Eines Tages, als mir gefällt euer Gesicht nicht, Fremder. Und mir gefällt eure Kampfkraft nicht. Ich sehe sie durch meinen Scouter, eure Kampfkraft ist nie. Kampfkraft ist total irrelevant. Daneben. Ich hab dir doch gerade gesagt, eure Kampfkraft ist so irrelevant wie alles andere. Ja, und mir gefällt deine Hackfresse auch nicht, ey. Hättest lieber keine Ahnung, Alter. In der Piss im Sack deines Papas bleiben sollen. Wäre besser gewesen, dann müsstest du mir nicht dauernd auf die Nerven gehen. Den. Ey, komm, wir haben hier Stufe 7, ne? Wir sind hier irgendwie 17 oder so. Bald. Und haben noch so Gammelausrüstung. So geil. Das ist Platte, ne? Kann auch mal zu Plunder. Was haben wir hier? Gut, Weiß kann sowieso erstmal weg. Kann auch weg. Kommt auch zu Plunder. Das ist was. So, fertig. Mir gefällt dein Gesicht nicht. Und mein Scouter sagt, eure Kampfkraft ist leider unterirdisch. So unterirdisch, dass sie keine Relevanz hat. Für mich. Den großen El Brocco. Also, so halbwegs. Was war das? Ich hab Schiss. Sind das wieder irgendwelche Menschen? Blutet, Schurke! Nicht los, wenn deine Schläge sind sehr brutal. Ich zeig dir. Schurke, soll ich dir zeigen, wie man kämpft? Ha, Falle, ne? Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass du dich so leicht austrickst, oder? Ja. Meine Kampftechniken, die sind einfach die besten. Ich muss jetzt hier muss sie sein, ne? Genau, hier oben. So. Der Tempel der Erleuchtung, oder was ist das hier für eine Scheiße? Ich schwöre, das ist so voll der mega krasse Du-Tempel. Odessa. Ah, der Tempel Odessa. So. Halt! Ihr seid neu hier. Keiner Blut. Ich heiße euch in Odessa willkommen, doch jeder Neuankömmling muss zunächst eingetragen werden. Bitte beantwortet die Fragen wahrheitsgetreu, um unsere Zählung nicht zu verfälschen. Okay. Nun denn, was führt euch nach Odessa? Ich bin aus privaten Gründen hier. Ja, nun jedenfalls seht ihr fähiger aus als manch anderer, der vor euch kam. Die armen Seelen.
Mit etwas Glück verlaufen eure Botengänge ohne Zwischenfall. Also, von woher seid ihr nach Adessa gereist? Alster sagt euch vermutlich nichts. Und wer seid ihr? Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin Kenner Bruge, Rechner zweiter Klasse des Domus Politica. Meine Aufgabe ist es, jene zu sortieren, die nach Adessa kommen. Sie in der Stadt zu begrüßen und gleichzeitig das empfindliche Gleichgewicht zu wahren, das wir Gnome erschaffen haben. Alistar sagt euch... Alistar, ihr meint, ihr kommt aus Fomorus Jus Laboratorium? Ja, jetzt sehe ich es. Was eure Nase angeht, lagen sie falsch. Aber ihr passt auf die Beschreibung, die man mir gab. Wir können die restlichen Fragen überspringen. Ihr dürft Adessa betreten. Ihr werdet im Sandsteingut untergebracht, vorübergehend. Ihr gebt mir ein Haus. Was ist das? Irgendein Trick? Macht euch keine Sorgen, Neuankömmling. Ich nehme meine Pflicht sehr ernst. Aber ihr tut vermutlich gut daran, misstrauisch zu sein. Sicher, die ärmlichen Unterkünfte des Hospitalesquartiers bleiben euch erspart. Aber das Sandsteingut ist normalerweise reserviert für ganz besondere Gäste. Ganz besondere Gäste? Es ist mehr als ungewöhnlich, dass euresgleichen hier untergebracht wird. Wie dem auch sei, hier ist der Schlüssel. Willkommen in Adessa. Canon Brooch? Das Domus Politica lässt mich alle Neuankömmlinge in der Stadt zählen und verzeichnen. Nur noch ein paar Jahre und ich könnte vielleicht Rechner erster Klasse sein. Domus Policia? Im Domus wird die gesamte politische Arbeit von Adessa verrichtet. Die Templer legen die Richtlinien fest, die dann im Domus umgesetzt werden. Ja, dann okay. Lebe wohl. Ja, geht schon. Ja, ich gehe jetzt auch. Meine Wege, ey. Ganz ehrlich. Ich bin hier, um Macht zu symbolisieren. Was? Ah, hier wohne ich jetzt. Oh, geil. Voll geil bestimmt. Boah, mega nice. Neues Zuhause. Richtig El Dante. So. Ich glaube, richtig sogar. Boah, hier haben wir ein verschacheltes Haus. Da lang. Ey, bist du das? Ah, das ist sie, die Templerin, ja? Die ist. Was wollt ihr? Ich unterhalte mich für gewöhnlich nicht mit Fremden. Vor allem nicht mit solchen von eurer Statur. Fasst euch bitte kurz. Ich bin Gott. Gib Gandalf deinen Templer, Sien ist ein Verbrecher. Ich verstehe. Ihr solltet mit dem, was ihr sagt, sehr, sehr vorsichtig sein. Octien ist ein Templer und befindet sich als solcher in einer absoluten Machtposition. Und wer, wenn ich fragen darf, seid ihr? Gott. Octien, ohne sein Geständnis zu beschuldigen, ist nicht nur bedeutungslos, sondern widerspricht auch all unseren Verfahrensweisen. Ich bin Gott. Aber er ist Teil einer Verschwörung. Ich ziehe ihn allein zur Rechenschaft. Täuscht euch nicht, Fremder. Wenn ihr eine Auseinandersetzung mit einem Templer entfacht, werdet ihr zum Feind des gesamten Gnomenstaates. Ich töte Ein euch Templer alle. Wird nur dann zur Rechenschaft gezogen, wenn er seine Verbrechen gesteht. Und ich kann euch versichern, dass Octien nichts dergleichen tun wird. Ich kann nichts weiter für euch tun. Bitte behelligt mich nicht länger mit dieser Angelegenheit. Vor allem, solange ihr so gut wie keine Beweise habt. Ihr müsst Ossien aufhalten. Wir haben bereits über dieses Thema gesprochen. Das Einzige, was ihn überführen könnte, wäre sein Geständnis. Und deshalb wird auch niemand Templer Octien im Livrarium behelligen. Was für eine Drecksfotze. Tja, ich kann das alles alleine regeln. Ich habe Macht. Ich kontrolliere diesen Typen. Wenn nicht, Junge, prügel ich diesen kleinen Templer-Gnom durch eure ganze Halle und reiß eure ganze Booty auseinander. Ihr seid kleine Hallo, ich bin hier, um euch im Namen von Templerin Joriel ihr Bedauern auszurichten. Sie wünscht zwar, euch aktiver unterstützen zu können, wird jedoch durch das Protokoll daran gehindert. Was ihr von ihr erhalten habt, war eine offizielle Antwort.
Ich bin nun hier, um euch eine andere Antwort zu geben. Eine persönliche. Wer seid ihr? Ich arbeite alleine. Wovon redet ihr da? Meine Vorgesetzte hat Templer Octien schon seit längerem in Verdacht, die Verbrechen begangen zu haben, die ihr gegen ihn vorgebracht habt. Und genau wie ihr ist sie äußerst frustriert über seinen Status. Bitte gestattet mir, offen zu sprechen. Wenn ihr Templer Octien dazu bringt, seine Verbrechen öffentlich zu gestehen, wird euch Templerin Joriel dafür entlohnen. Sie wird in gewisser Weise eure Förderin. Was soll ich tun? Ihr wollt, dass der Templer seine gerechte Strafe erhält? Dann müsst ihr ihn dazu bringen, seine Verbrechen auf irgendeine Art öffentlich zu gestehen. Wie euch meine Vorgesetzte zweifellos bereits gesagt hat, findet ihr den Templer im Livrarium. Ich würde vorschlagen, dass ihr es ebenfalls aufsucht. Ja, okay. Mir ist der Rest egal. Ich hole diesen Typen mal und prügel ihn durch seinen Tempel. Oder? Was meint ihr? Wir sollten ihn eigentlich durch seinen Tempel prügeln. Ja, oder Witz. Seid gesegnet. Was? Oh, er soll seine Verbrechen öffentlich gestehen. Das wird er, wenn ich mit ihm fertig bin. Wenn ich mit dem kleinen Gnom fertig bin, gesteht er nicht nur seine Verbrechen, da steht seine dreckigsten, sexuellsten Geheimnisse und Fantasien. Braucht ihr etwas? Der wird alles gestehen, weil ich ihm sonst jeden einzelnen Finger in der Öffentlichkeit so dermaßen abschneide und ihn dahin strecke, wo die Sonne nicht scheint. Und ich lasse ihn von mir aus auch noch seine bekannten Freunde fressen. Aber wo ist er denn? Der hat die Eier, mich versuchen umbringen zu lassen. Das wird er jetzt gestehen, dass er mich versucht hat zu killen. Und wehe dem nicht, dann haue ich ihm auf die Schnauze. So, du brauchst da gar nicht meditieren, du kleiner Lappen. Du redest jetzt mit dem großen König. Ihr seid am Leben. Welch unerwartete und ausgesprochen missliche Wendung. Was habt ihr erwartet? Ich habe eure Häscher getötet. Die Mitglieder der Weißen Hand sind alles andere als Schläger. Allein sie aufzutreiben hat mich schon ein kleines Vermögen gekostet. Eines, von dem ich erwarte, dass es nach diesem Fehlschlag zurückerstattet wird. Ihr bezahlt für eure Verbrechen. Ihr seid ein Kind. Diese Verbrechen, wie ihr sie nennt, werden mein großer Triumph sein. Das Blut Unschuldiger war nun mal der Preis für diese Forschungen, aber der Seelenquell ist unbezahlbar. Er ist jedes Opfer wert. Ich habe jedoch etwas zu gestehen, wenn auch nicht das, was ihr euch wünscht. Wenn ihr einen Kampf wollt, werdet ihr feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, mich zu töten. Was auf euch jedoch bedauerlicherweise nicht zutrifft. Die Gerechtigkeit wird siegen, hm? Ihr habt an alles gedacht. Weshalb seid ihr schwer zu töten? Die Gerechtigkeit wird siegen. Die Weisen sterben ebenso wie die Törichten. Ist das etwa Gerechtigkeit? Aber mit dem Seelenquell kann ich das ändern. Ich kann entscheiden, wer es verdient hat zu leben. Wenn ich mir vorstelle, dass Yus ein derartiges Geschenk verschwendet hat, an euch. Nun, wir haben ja gesehen, wie ihr euer Leben vergeudet habt. Vielleicht werde ich Ventrinho euren Leichnam zur Untersuchung überlassen. Immerhin wart ihr ja sein Assistent, als ihr das erste Mal gestorben seid. Es wäre bestimmt ein schönes Wiedersehen. Ich werde euch töten. Ihr könnt es gerne versuchen. Lächerlich. Ich richte dich und deine Leute in der Öffentlichkeit hin. Ich hab's dir gesagt. Dein Schutz ist gar nichts gegen meine Hass. Du wirst öffentlich gestehen, dass du ein dreckiger Bastard bist und ich kriege dich. Glaube mir. Du gestehst öffentlich. Ja. Was wolltest du? Deine paar kleinen Bogenbotzen? Lächerlich. Meine Macht ist deiner längst überwachsen. Du bist nur der kleine Nichts.
Soll ich dir mal echte Macht demonstrieren? Das hier ist echte Macht. Von der hast du noch nie was gehört. Jetzt schickst du mir so ein paar kleine Pissattentäter. Und du meinst, die könnten irgendwas gegen mich ausrichten? Ich werde diese Leute genauso in die Hölle bringen wie jeden anderen, der gegen mich was gesagt hat. Du willst Macht demonstrieren? Ja, gut, die Kameraführung ist gerade irgendwie ein bisschen probiert. Du willst doch. Komm her! Du bist nur ein Feigling, der sich mit ein paar Pissigen. Lächerlich! Was ist das? Du willst mich hier mit Wattebäuschen bewerfen? Nichtsnutziger Paladin. Du hast keine Macht und du weißt nicht mal, was Macht ist. Komm runter und kämpfe wie ein richtiger Mann. Was hast du vor? Mich mit irgendwelchen Kindergartentricks aufhalten? Langsam wird's armselig. Du hast gar keine Ahnung, welche Macht ich habe. Das ist lächerlich, was du da machst. Du schickst irgendwelche Kinder vor, um zu meinen, du wärst der heiligste Templer, du bist ein Niemand. Du wirst noch deine Verbrechen gestehen. Was soll das? Du siehst doch, welche Macht ich habe gegen dich, Mann! Deine Macht und deine Leute hier. Ja, deine Leute haben keine Macht gegen mich. Aber deine Leute gehen mir langsam ziemlich auf den Piss. Ja, willst du mich jetzt weiter langweilen hier mit irgendwelchen Kindern? Du bezahlst irgendwelche Leute für ein Vermögen, die mich ein bisschen hauen. Ich bin eine neue Geburt eures Gottes und jetzt... Komm her! Osienala, trau dich! Geh mir aus dem Weg, Mann. Wir verhandeln hier nicht über irgendeinen Kindergeburtstag. Er hat einfach nur Schiss. Ja, du siehst es doch, wie euer angeblicher Templer Angst davor hat, dass ich ihn töte. Na komm, schick mir ruhig immer mehr deiner komischen Kinder, Mann. Glaubst du wirklich, dass mich ein paar Leute hier, ich kann jeden deiner Angriffe ausweichen, indem du da Kindergeburtstag feierst? Ein schneller Gegner sein oder was? Was denkst du? Hm? Deine Machtdemonstration ist wie Kindergeburtstag. Du wirst für deine Taten zurechtfinden. Ich sagte doch, ich bringe dich um. Das wagen wir nicht. Was wage ich nicht? Hä? Junge, Alter, ich prügel dich bis ins Nevada, Mann. Ich hab's dir gesagt, Mann. Nun ja, Octien hat im Librarium ein Feuer gelegt und Attentäter angeheuert. Wenn das kein Schuldeingeständnis ist, weiß ich es auch nicht. Es steht außer Frage, dass wir Templer ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen müssen. Für die Offensichtlichen ebenso wie für die Heimlichen. Obwohl ihr entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung gehandelt habt, wart ihr äußerst effektiv. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Na, danke. Osien ist also erledigt. Davon gehe ich aus. Falls er die Verletzungen überlebt, die er im Kampf erlitten hat. Ich habe bereits die sofortige Aussetzung all seiner derzeitigen Studien und Projekte angeordnet. Alle außer diesem geheimnisvollen Seelenquell vielleicht.
Dieses Projekt bedarf einer eingehenden Überprüfung hinsichtlich seiner ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ungeachtet dessen steht die gnomische Gesellschaft in eurer Schuld und wir bleiben niemandem etwas schuldig. Na, immerhin 16.000 Goldmünzen. Ich muss Ventrino. Ventrino de Cellini. Genau. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Name bei dieser Angelegenheit eine Rolle spielen könnte. Wie es scheint, ist er dem Strick erneut entkommen. Ich nehme an, euer Freund Chola Hughes kann euch diesbezüglich weiterhelfen. Während ihr hier wart, haben ihn meine Leute bei der Bergung der Bücher beobachtet, die Octienne verbrennen wollte. Doch nun entschuldigt mich bitte. Ein Templer hat seine Macht verloren und Adessas politische Geier kreisen schon. Es tut mir leid für ihn. Tja, kleiner Templer. Was benötigt ihr? Oh. Ich hätte wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass Octienne kampflos aufgeben oder Beweise hinterlassen würde. Welch eine Verschwendung. Einige der Bücher, die er verbrannt hat, waren Jahrhunderte alt. Aber glücklicherweise konnte ich ein paar von ihnen aus den Flammen retten. Gibt es dort etwas von Wert? Oh ja, vieles davon ist wirklich wundervoll. Abhandlungen über das Wesen des Todes, unzählige Tabellen mit Autopsieauswertungen, aber nur ein Gegenstand, der tatsächlich von Wert ist. Octiennes Tagebuch. Nach allem, was ich auf diesen Seiten gelesen habe, arbeitet Ventrino auf einer Insel in Chluricon. Die Tuata werden keine Probleme sein. In der Tat. Ich habe Gerüchte gehört, dass Melsenshir befreit wurde und die Armee nun bereit ist, nach Chluricon und darüber hinaus zu marschieren. Es scheint, als gebühre der Dank dafür euch. Und wenn ihr Ventrino begegnet, seid auf der Hut. Er ist ein schwieriger Charakter, aber dennoch ein Genie. Er könnte jederzeit versuchen, euch ein zweites Mal zu töten. Aber er kennt nun mal auch einen Weg nach Alabasta. Ich hoffe um euretwillen, dass er bereit ist, sein Wissen mit euch zu teilen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Oh, das werde ich. Um ehrlich zu sein, bleibe ich vermutlich in Adessa, um die Stadt so gut ich kann zu unterstützen. Immerhin werden die Leute jetzt, wo Octienne aus dem Weg ist, ja einen neuen Templer brauchen. Einen neuen Templer? Ja, wieso denn nicht? Ist das schön für dich? Ich kümmere mich. Ach nee, wer ist denn da? Octienne hat offenbar bekommen, was er verdient hat. Ich kann nicht behaupten, ich würde die Politik der Gnome begreifen. Aber Hughes ist in Sicherheit und wir wissen jetzt, wo Ventrino ist. Ich schätze, das könnte man als Erfolg bezeichnen. Aber uns bleibt keine Zeit mit aufzuräumen. Ich habe Neuigkeiten von der Front in Chluricon. Was habt ihr für Neuigkeiten? Die Armee hat in Chluricon Fortschritte gemacht. Aber je weiter wir vordringen, desto schwieriger wird es. Die Tuata kennen das Land und sind zu gut organisiert. Wir haben allerdings Gerüchte über einen kleinen Trupp von Winterfeien gehört, die den Tuata irgendwo in den Sümpfen zusetzen sollen. Unsere Kundschafter können sie nicht aufspüren, aber vielleicht hat der Held von Melsenche ja mehr Glück. Alinshir? Wer auch immer Alinshir sein mag, ich glaube nicht, dass sie unsere Feindin ist. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt, solange wir geschwächt waren. Aber sie bedeutet dennoch Ärger. Sie erinnert mich an eine Dunkelelbin, die mich mal halbnackt an einem Berges gefesselt zurückgelassen hat. Ach, das waren noch Zeiten. Der Krieg? Den Kristallkrieg, so nennen sie ihn. Einige Feien sind wahnsinnig geworden, haben sich einem Anführer namens Gatflo angeschlossen und angefangen, sich selbst als Tuata zu bezeichnen. Sie sagen, es sei ihre geheiligte Pflicht, ihre Länder von den Sterblichen zu säubern. Und natürlich sind die Menschen und Alpha, die dort leben, über dieses Vorhaben nicht besonders glücklich. Er tobt nun schon seit Jahren hin und her. Und wo es Kriege gibt, da gibt es auch Soldaten, die sich um ihr Schicksal sorgen. Und an dieser Stelle komme ich ins Spiel. Na, dann immerhin, ne? Soll er mal da ins Spiel kommen, würde ich sagen, ne? Leb wohl. So, dann haben wir wohl ein Ziel. Ja?